Schau Mystery Lane im Disney Channel. Hi! Hey, Sie sind doch nicht etwa clever, die Detektivin? Ja, und ich bin... Oh, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie einen Assistenten haben. Ich bin aus Paris. Oh, Assistent? Oh. Miss Clever, eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen. Los, gehen wir, Alphonse. Merci, danke. Hopp, hopp, hopp. Hast du das gesehen? Dieser Typ kannte mich gar nicht. Das wundert mich nicht. Er ist Franzose. In Frankreich waren wir noch nicht. Ach ja? Und wieso kannte er dann dich? Tja, mein Ruf geht wohl über die Grenzen hinaus. Ich habe ein Talent für logische Schlussfolgerungen und das spricht sich rum. Bro? Hm? Bro, wir haben keine Zeit zum Schmollen. Wir haben einen Auftrag. Bro? Wieso in aller Welt bist du so angezogen? Wenn ich eine Legende werden will, dann muss ich mich eben von dir abheben. Du bist die beste Detektivin, aber ich werde zum Superheld! Super Nuggetier! Ich hoffe, Schnelligkeit ist deine Superkraft, denn ein Auftrag wartet auf uns. Oh, Clever, Bro, ich hatte schon befürchtet, ihr würdet nicht kommen. Bros Kopf hat nicht durch die Röhre gepasst. Psst, verrat bloß nicht meine geheime Identität. Dann wollen wir mal. Ich vermute, ein goldener Käfer ist auf unerklärliche Weise verschwunden, während du völlig ohnmächtig warst. An diese logischen Schlussfolgerungen gewöhne ich mich nie. Es ist doch ganz einfach. Der Besuch des ägyptischen Botschafters wurde im Fernsehen angekündigt. Jeder konnte seinen Kater Bubastis sehen mit dem goldenen Käfer um den Hals. Und da die Königin, unsere Herrscherin, immer einen Empfang zu Ehren solch angesehener Besucher gibt, war es deine Aufgabe, das Schmuckstück zu bewachen. Du stehst hier und deine Körpersprache verrät, dass du dich nur ein bisschen schämst. Deshalb gehe ich davon aus, dass das Juwel gestohlen wurde. Und scheinbar hast du auch noch meine Beule bemerkt. Ich sehe sogar noch ein paar Splitter von Birkenrinde darauf. Ja, also, das war einfach. Schau mal, was ich kann.